Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Nee, es tut mir leid, Leute. Ich höre mir das jetzt komplett an. Es tut mir leid, also. Ich will den Grund wissen, wieso Poki wie das Umsetzung gedacht von hat. Von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass mir, glaube ich, kommt man denn da drauf? Insgesamt ganz wenig ehrlich. Mühe genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit, indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ja, ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben. Aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg für die anderen. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm. Und der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Hä? Bevor ich anfange für Unruhe zu... Ah, Moment. Liegt das jetzt vielleicht daran, dass wir noch kein Vehikel oder so haben? Dass wir, weil Hoti und Moti wollen ja mitkommen. Oh, wenn ich da, oh. Nee, da können wir nicht lang, ne? Ach, Mann. Oh, Moment. Kommen wir jetzt auch gar nicht mehr woanders hin, oder? Nee, ich wollte nicht da lang. Oh, Moment. Hat er vielleicht unten seinen Tunnel jetzt fertig oder so? Können wir dann auch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, scheint nicht so. Kannst du mal hochgehen, danke. Da lang gehen. Hatte gerade ein Haar im Mund. Bleh. So, ja gut, hier kommen wir auch nicht mehr hoch, ne? Wäschelift, Moment, kann ich, obwohl? Der Wäschelift ist ausgeschaltet worden. Oh. Mist. Muss ich jetzt vielleicht das Rätsel mit dem Zen-Garten lösen? Weil ich komme ja hier, komme ich ja nicht mehr lang. Weil ich ja den... Moment. Jetzt bin ich etwas sehr verwirrt. Moment, ne, ich versuche das Rätsel mit dem Zen-Garten zu lösen, auch wenn ich keinen Plan habe, was man da machen muss. Aber ganz ehrlich, so ein bisschen verwirrend ist das schon. Schaut es jetzt zen-artig aus? Oder jetzt? Ist halt ein Smiley, ja. Das scheint mir noch nicht. Kann man das vielleicht umschreiben? Soll man da vielleicht irgendwas umschreiben so? Ich will raus. Ich will. Laus. Nee. Ich. Nee. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das mit dem Bild hier was zu tun hat, aber ich erkenne da drauf nicht. Das ist irgendein. Irgendein Typ auf dem Pferd, würde ich meinen.
Hier sind Xe. Tic-Tac-Toe. Der Stern ist heller als die anderen, ne? Sieht dir noch nicht zen-gartig genug aus. Wann hat sie das denn nochmal mit dem Zen-Garten erwähnt? Ansehen? Beim Ansehen? Vielleicht du kennst dich mit Garten. Therapeutisches Haken ist angeblich gut für die Psyche. Der Zen-Garten ist die perfekte Umgebung dafür. Ja. Ich bin komplett verwirrt. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ja, sagtest du schon mal. Das ist ein Smiley. Muss ich den Smiley vielleicht traurig machen? Kann ich nicht. Doch vielleicht traurig machen so? Traurig. Nee, nicht wirklich. Muss ich dem vielleicht die Augen zuklatschen? Das habe ich auch schon versucht, ne? Braucht er vielleicht eine Brille? Oder so. Sieht schon zen-gartig aus, oder? Ich will oder vielleicht irgendwie... was kann man denn aus dem... Ich will... Raos. Ros. Keine Ahnung. Hat doch locker irgendwas mit dem Bild hier zu tun, oder? Das ist halt echt... Was erkennt ihr auf dem Bild? Wir kennen hier irgend so eine Person mit einem Zauberhut und einem Zauberstab vielleicht. Und einen komischen, weiß ich nicht, ist das ein Engelritter auf einem Pferd mit einem Stab oder was ist das? Ich hab keinen Plan. Also diese Rätsel ist, ich glaube, eine Nummer zu hoch für mich. Lieber nicht, da sitzt diese Wache am Empfang. Ja, egal. Wenn ich jetzt... Oh oh. Genau, jetzt kommt ja der Typ. Wenn ich jetzt hier hinten reingehe, ist er dann weg? Vielleicht? Ja! Ist nice. Da komme ich zur Küche, ne? Dann können wir jetzt erstmal... Wohin wollte ich denn? Hoch. Ich will nochmal zu... War das in dem Raum? Ne, das war in dem Raum, oder? Hier war das Klo, ne? Ja, hier war der Klo. Gut, ich wollte eigentlich zu dem Schlüsselmeister. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Nein. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort. Alles klar. Okay, dann gehe ich kurz dahin. Ich hoffe, er ist dann auch da. Trepp ab. Zeit, geh zu, Trepp ab ist cool. Nochmal Trepp ab, diesmal mal im großen Tee.
Scheiße. Dürfte der jetzt eigentlich da in der Garage stehen, oder? Aber nicht, dann ist das ein bisschen... Nö, finde ich das nicht okay. Ja. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Ich habe einen Ersatzreifen besorgt. Sehr gut, Igor. Ey. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Wagenheber. Och, nee. Er hat mir nichts getan. Noch. Ich behalte den... Was kann man denn als Wagenheber... Oh. Ich harke uns den Weg einfach frei. Das, meine naive Freundin, ist eine Idee für den Kompost. Was wäre denn ein guter Wagenheber? Ich weiß es nicht. Das hier könnte uns sicher helfen. Wie clever von dir. Aber soweit ich weiß, braucht man zur Überbrückung eine aufgeladene Energiequelle. Vielleicht sollten wir lieber die Meinung eines Experten einholen. Alumann? Ich glaube, wir brauchen den Alumann. Es ist noch komplizierter, als ich dachte, ohne Witz. Ich dachte halt so... Oh nee, jetzt ist er schon wieder da. Ich habe halt auch noch nicht überall Plastikbecher hingestellt. Nein! Gut, wir wollen auch noch einen Wagenheber, ne? Wo könnten wir denn, wo finden wir denn Wagenheber? Was könnte denn als Wagenheber dienen? Irgendwas mit... Ja doch, die Hake und Steine vielleicht in Kombination. Nein, eigentlich nicht. Ja, ist eine gute Frage eigentlich, ne? Gehen wir mal zum Alumann. Ist er denn hier überhaupt noch? Nee. Das ist natürlich gut. Haben wir hier... Hier hatten wir auch nichts mehr, ne? Oben auch nicht. Nee. Badezimmer, das Zimmer... Ja, Professor Nock in dem Raum. Was war hier unten nochmal alles? Auch nicht wirklich jemand, ne? Hier war der Bienenmann und der Barmann, aber der Barmann ist ja auch nicht mehr da dann wahrscheinlich, ne? Nee, der ist auch nicht mehr da. Hier mixt er. Lieber nicht. Ich mag meine. Ach, schade. Davon sollte ich lieber. Es könnte. Und am Ende. Egal. Warum? Ich will kein Internetcafé aufmachen. Das ist eine gute intakte Energiequelle. Würde ich meinen. Aber okay. Dann halt nicht. Im Badezimmer. War im Bad noch irgendwas? War auch nichts mehr, oder? Vielleicht ist es doch jetzt an der Zeit, das Rätsel zu lösen. Die Schlacht ums Essen, die Essensschlacht, meine ich, anzufangen. Dadurch, dass, der liebe Schlüsselmeister jetzt unten ist. Vielleicht kommen Hoti und Moti dann jetzt auch mit. Es klingt so, ich riskiere. Da gehe ich lieber nicht. Es wimmelt. Dann geh halt nicht da rein, Mensch. Reden wir nochmal mit Hoti und Moti. Vielleicht haben wir halt auch das Essen immer noch nicht richtig sortiert.
Das kann durchaus möglich sein. Ja, Hähnchen und Kartoffeln müssen ja so sein, genau. Dann geben wir einfach mal... Das hat nicht so funktioniert. Tauschen wir das hier mal. Mokka, Pudding. Brei und bla. Das könnte klappen, der... So. Reden wir nochmal mit Hodi und Modi. Oh. Ich habe einen Fluchtplan. Unser Fluchtwagen steht in einer Garage hinter dem Haus. Wir brauchen nur noch eure Hilfe, um einen Reifen zu montieren. Sehr gut. Dann musst du jetzt nur noch die Wachen ablenken. Ah. Ich ver... Jetzt hat's Oh, schön. Schön, schön, schön. Essensschlacht! Ich hoffe, Hoti und Moti sind da heil rausgekommen. Gucken wir mal nach. Sind sie in der Garage? Ja. Hallo, Hoti und Moti. Nicht ganz das richtige Fabrikat. Aber als Provisorium sollte er ausreichen. Da bin ich wieder. Können wir dann endlich los? Noch nicht ganz. Zuerst müssen wir noch den Motor in Gang bekommen. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Der Alumann. Wenigstens haben wir schon einen Ersatzreifen. Bring den Motor zum Laufen. Danach kümmern wir uns um das Haupttor. Gut. Ich mach das. Wir brauchen den Alumann, wie es aussieht. Alles klar, dann versuchen wir ihn mal irgendwie zu bekommen. Als Teammitglied zu gewinnen, sag ich mal. Kann ich jetzt eigentlich auf die andere Seite? Ich gehe da drin. Achso, ja, okay. Dann gucken wir. Obwohl. Ja doch, eigentlich ist es ja der Alumann. Der kennt sich ja mit Elektrizität aus. Der Typ ist wieder da, oder? Oh. Natürlich ist der Typ wieder da. Ich suche. Gut, dann halt. Der Alumann dürfte dann ja auch nicht da sein, ne? Moment. Oder hatten wir wen anderes, der sich mit Elektri... Nee, das ist ja der Alumann. Der hat uns ja schon mal geholfen. Dann werden wir ihn auch nochmal dazu bringen, uns irgendwie zu helfen, denke ich mal. Dann wird er auch die richtige Person sein, um uns wieder zu helfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ist er jetzt da hinten? Er ist hier gar nicht. Ja, nu? Oder ist der irgendwo anders? Nee. Eigentlich müsste er ja oben in dem elektrischen Stuhl. Beim elektrischen Stuhl sein, ne? Aber da war er ja nicht. Ist hier vielleicht wer drin? Oh! Hey! Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Natürlich. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alumann rettet wieder mal den Tag. Ja. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okido. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Das war eine sehr sweete Laufanimation. So, das wäre ja auch eigentlich alles dann, oder?
Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.